Großer Bahnhof am Fürther Klinikum und der auch noch in Weiß-Grün. Das Kleeblatt ist da. Das Neugeborenenpaket wird nämlich vorgestellt. Ab 1. Januar 2016 bekommt jedes hier geborene Kind einen Kleeblattstrampler geschenkt und obendrauf einen Gutschein für eine Ronhofracker-Mitgliedschaft. Ich denke, das Wichtigste ist die Botschaft der Verbundenheit mit des Klinikums, mit der Stadt und mit der Region. Wir sind ja ganz stolz, ein städtisches Klinikum zu sein. Und selbstverständlich gehört die Spielvereinigung seit ganz langer Zeit ganz fest zur Stadt. Ich finde das auch sehr schön, dass das durch den Strampler farblich das sehr schön symbolisiert. Ah, ist natürlich für jedes Kind, das hier in Fürth und im Fürther Klinikum auf die Welt kommt, ist natürlich sowieso schon alles geebnet. Denn was kann es denn Schöneres und Besseres geben, als Fürther geboren zu werden und auf die Welt zu kommen? Und für uns als Verein ist es dann eine Selbstverständlichkeit und natürlich eine schöne Geschichte, einen kleinen Willkommensgruß auch an den neuen Fürther Bürger dann zu schicken und an die Eltern des Kindes und den Weg ein wenig weiß-grün zu ebnen. Sport bedeutet Bewegung, Bewegung bedeutet Gesundheit. Für Gesundheit sind wir da und nicht nur für Krankheit. Die versuchen wir zu lindern und in Gesundheit zu verwandeln, wenn es irgendwie geht. Insofern sehen wir daran einen Anreiz zur Gesundheit durch Bewegung und das unterstützen wir sehr gerne. Und auch das Kleeblatt unterstützt natürlich sehr gerne. Wie alle Jahre gab es im Anschluss auch wieder Spielzeug für die Kinder und Jugendlichen im Klinikum Fürth. Goran Schukalo, Veton Berischer und Martin Meichelbeck, die ließen es sich nicht nehmen, den Kids eine vorweihnachtliche Freude zu machen.